Heute wäre Paul Walker 50 Jahre alt geworden. Wir erinnern uns, der Schauspieler starb 2013 im Alter von 40 Jahren bei einem tragischen Autounfall. Damals steckte er gerade mitten in den Dreharbeiten zu Fast and Furious 7. Das Ende des Films musste daraufhin umgeschrieben werden. Noch nicht gedrehte Szenen mit Paul Walker konnten mit der Unterstützung seiner Brüder Cody und Caleb fertiggestellt werden, die ihren Bruder in weiteren Szenen dubelten. Am Ende starb Walkers Filmcharakter Brian O'Connor zum Glück nicht den Filmtod. Stattdessen bekam die Figur einen emotionalen Abschied spendiert und lebt nun abseits der Geschehnisse der Filmreihe ein ruhigeres Leben. Und auch wenn der Schauspieler vor allem für seine Rolle in der Fast and Furious Reihe bekannt geworden ist, so bleiben auch seine Auftritte in Filmen wie Pleasantville, Eine wie keine oder Running Scared bis heute unvergessen. Was war eure Lieblingsrolle von Paul Walker?